Wir stehen tatsächlich vor grossen Herausforderungen. Weil, wo wir angefangen haben, da sind wir die Ersten gewesen, die so Fahrzeuge gebaut haben, innerstädtisch für Lastentransport. Und darum sind wir heute auch führend. Und die Zukunft hat aber die ganze Menschheit erblickt, dass man innerstädtisch nur noch mit solchen Fahrzeugen kann zustellen kann. Also wenn wir mal ganz viele Wettbewerber über. Und da müssen wir natürlich immer der Nasenlänge voraus sein. Also, da wir noch in der Testphase sind, funktioniert die Ladung noch nicht ganz so gut. Aber ich glaube, das werden wir noch hinbekommen. Und die Reichweite ist super. Also, ich kann meine Tour fertig machen und immer noch zurückfahren. Und für Niederdörfli, Stadtgebiet, mit den engen Gassen, ist das Fahrzeug natürlich ideal. Kiputz macht sehr gerne einen Pilotversuch mit Lanzer. Weil ich erlebe und sehe Planzer als äußerst innovative Firma. Das Potenzial, das ich im Planzer Pilotprojekt sehe, ist ein gewaltiges. Die Innerstadt werden in Zukunft verkehrsfrei und irgendwie muss die Ware in die Innerstadt rein. Und Planzer will das Testen aus der Fahrzeug. Aus meiner Sicht ist das der Weg, wie man in Zukunft Waren zustellt.